Tag 3 der Rennsteigwanderung. An dem Tag liefen wir 33,3 Kilometer, sind in der Nähe von Funpark Inselsberg gestartet, liefen über Gasthof Heuberghaus und haben in der Nähe von der Ortschaft Oberhof unser Zeltlager aufgeschlagen. So, jetzt Videostart kommt. Ne, guten Morgen. Tag Nummer 3 von dieser Rennsteigwanderung. Heute Morgen ist ein bisschen weniger kalt wie gestern Morgen. Und ja, man konnte einigermaßen schlafen. Aber gleich erstmal hier Sachen zusammenräumen, dann Zähne putzen. Und dann den Wagen aufbauen. Und dann Wanderungsstart kommt. Ach ja, und hier, heute Nacht sind, glaube ich, kaum oder keine Wildtiere gekommen. Also zumindest habe ich das nicht gemerkt. Vielleicht liegt es daran, weil ich gestern Abend hier auf diesen Scheißbaum Urin gemacht habe. Und das hier, wegen dieser Reviermarkierung, einfach nicht mehr Tiere gekommen sind. Erstmal Wurfzelt zusammenbauen. Ich habe mein Wurfzelt zusammengebaut. Die ganzen Scheißsachen sind gepackt. Wir haben jetzt 8:30 und jetzt Wanderungsstart kommt. Erstes Guten Morgen Bier trinken. Ne, wir haben eben gerade so einen richtig fetten Berg hochgestiegen. Und wir haben einen ganz gechillten Rastplatz gefunden mit so einer Schutzhütte dran. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Ne, so sieht dieser gechillte Platz aus. Schön mit hier öffentlicher Feuerstelle und hier so ein Haus. Das sieht ganz nett aus. Ne, hier bei diesem voll cool Feuer, bei dieser Location, werden wir erstmal ein bisschen hier frühstücken. Aber bevor wir mit Frühstück anfangen, hier erstmal Bier trinken. Geprost! Hier, Fräsen ist fertig. Jetzt können wir endlich zu gefräsen. Extra, damit wir später noch viel mehr scheißen können. Jetzt haben wir gerade gefräsen. Und weil wir gerade gefräsen haben, gehen wir jetzt weiter. Oh Scheiße, meine Tüte ist gerissen. Und dafür nehme ich jetzt diese Tüte schon wieder. Und mal gucken, wann die mal reißt. Wir sind gerade gelaufen und machen jetzt ein bisschen Rast. Bierrast. Geprost. Oh Scheiße. Wir haben Bier ausgetrunken. Jetzt weiter zu gelaufen. Pilzbaum gefunden. Pilzbaum. Schon wieder Baum mit Pilze dran gefunden. Aussichtsturm gefunden. Gleich Landschaft von da oben ansehen. Ne, voll cool Aussicht von dieser Aussichtsturm. Mit ganz viel Berglandschaft und sowas. Ne, hier, schon wieder voll Fettausblick gefunden. Sogar mit See, mit Farbe Blau. darauf erstmal ein Bier trinken. Und, oh Scheiße, das hier ist das letzte Bier bis wir das nächste Mal irgendwie einen Supermarkt gefunden haben. Das gefällt mir nicht. Jetzt weiter zu gelaufen. Bier Power! Beer Power. Wir haben schon wieder einen verschmierten Aussichtsturm gefunden. Jetzt können wir schon wieder dort oben Landschaft angucken. Mal sehen, wie das von da oben aussieht. Das hier ist dieser voll verdreckte hier Aussichtsturm mit Aussicht und sowas. Darauf kann ich gleich so richtig ein Huhu machen. Ne, ich habe zum ersten Mal in diesem Jahr den Wald voll gekackt.
Endlich, das ist schon ein ganzes Jahr her. Naja, wir sind gerade bei 22 km und wir wollen auf jeden Fall über die 30 hinaus heute, bevor dann später Dunkle kommt. Oh, guck mal, hier, ich hab Friesen gefunden. Endlich wieder zu gefressen. Das schmeckt voll cool. Noch mehr fressen. Wir haben vorhin hier so einen Imbiss getroffen. Und da haben wir kurz Pause gemacht. Da haben wir Kaffee gesoffen. Wir haben hier schon wieder so einen verschmierten Aussichtsturm gefunden. Da kommt gleich voll cool Aussicht schon wieder. Das hier hat voll cool Ausblick. Schön weit und so weiter. Und da ganz hinten noch so ein kleines Dorf. Nee, guck mal, dieser Baumstamm da vorne, der sieht aus wie Pinocchio, der rumsitzt. Mit Hut und sowas. Und dass der seine Arme so rausstreckt. Voll Fettbaum! Voll Fettbaum! Mit Alt dran, weil der so fett ist. Grüßt alle Langläufer am Rennsteig. Endlich wird man gegrüßt und so. Endlich. Oh Scheiße, weil wegen langsam Dunkle kommt, sind wir schon wieder auf der Suche nach einem Wildzelt-Campplatz. Nee, ich hab hier so einen verranzten Wildzeltplatz gefunden. Und der Boden ist voll scheiße. Und deswegen werde ich heute Nacht prüfen, wie scheiße ich heute schlafen kann. Und darauf werde ich erst mal ein Wurfzelt mit ganz viel Mühen aufbauen. So, ich hab mal verdreckten Wurfzelt mit ganz viel Mühen aufgebaut. Wir haben Zelte aufgebaut und wir sitzen hier so im Wald rum. Und ich versuche hier irgendwie hier Augen von irgendwelchen Tieren zu finden, die uns vielleicht beobachten und die hier zu uns wieder zurück reflektieren tun. Da bin ich die ganze Zeit auf der Suche, weil ich finde es voll cool, irgendwie Augen anzugucken im Wald. Und wir sind dabei, hier einen Jack Daniels Cola entspannt zu trinken, bevor wir dann schlafen gehen. So, jetzt ist Tag 3 zu Ende. Morgen kommt Tag 4. Und ich werde jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht.